So, hallo Leute, hier bin ich wieder bei Osiris New Dawn. Ich habe hier wieder den beschwerlichen Weg zu den Hydrogen-Gässieren gemacht und habe mir jetzt 3 volle Kanister Hydrogen geholt. Ich hoffe, das langt mal fürs Erste, aber ich denke mal nicht. Ja, auf dem Weg hin hat sich unser Robby hier mal wieder zu weit vorgewagt, ist natürlich kaputt gegangen. Das ist eigentlich hier das Habitat. Verliert Strom. Das blaue müsste Stromanzeige, die geht runter. Okay. Das ist nicht gut. Ja. Wie gesagt, unser Robby hat hier ein bisschen ja, gemeint, er müsste ja mal so einen blöden großen Wurm angreifen. Ich habe da gedacht, ich suche das zweite. Und ja, ich habe ihn jetzt gerade mal zum Minen geschickt. Eigentlich soll Aluminium. Jetzt hat er hier Eisen gesucht. Okay. Egal. Ich glaube, ich muss da mal nachher wieder mal gucken, was er da treibt. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir Plastik herstellen. Jetzt stellen wir mal Plastik her. Open, wo wir Lithium herkriegen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das habe ich nicht gefunden. Lass mal wieder eine Tour machen. Ach, jetzt habe ich das Carbon vergessen. Habe ich kein Carbon hier drin. Mist. Also muss ich nochmal, ja, Carbon habe ich auch mitgenommen. Hätte ich das gewusst, dass ich noch dieses andere da brauche. Wie heißt's? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dieses Lithium. Hätte ich da gleich weiter gesucht, aber hm. Das haben wir jetzt eben nicht. Was habe ich gebracht? Carbon. Dann haben wir den angefangen hier. Warum tut jetzt eigentlich hier Dings herholen? Robby, das ist zwar toll, aber ja. Tut wieder Eisen sammeln. Ich habe eigentlich gewollt, dass er Aluminium sammeln geht. Das muss ich hier explizit dann mal zeigen, wo es Aluminium gibt. So, jetzt gehen wir hier rein. Und ich glaube, ich muss mal so eine Solarzelle bauen oder so, weil. Irgendwie verliert hier unser Dings hier eben Strom. So. Plastik. Ich weiß jetzt gerade, wie viel Plastik ich brauche. Ich mache mal 2 Stück. Circuit Board. Ja, 2 Plastik. Okay. Mal, was habe ich hier alles drin? Plutonium. Ach, hier wäre noch Plutonium, Aluminium. Das können wir mal zusammenschmeißen hier. So. Kupfer. Ja, der bringt wieder noch. Er bringt wieder noch Eisen heim. Das ist. Nee. Titan, Titan, Titan brauche ich keins. So, das sind die natürlich schon wieder ziemlich leer hier, die Hydrogen-Dinger hier. Wobei halt, warte mal. Ah, ich hab doch noch. Aber was ich jetzt auch mal kurz machen will, ich möchte mal noch Wasser herstellen. Nitrogen, okay. Puh. Klar, das müssen wir auch mal irgendwann finden, noch in so einem Flur. Wasser 50, Hydrogen und Oxygen 25. So, einmal. Da könnte man noch eins herstellen. Oder Plastik, ne, Plastik langsam, da braucht man so viel Gas. Das ist erstaunlich. Dass die mal so eine riesen Aktion machen, mal so richtig viel Tanks mitnehmen. So, jetzt haben wir wieder ein Wasserglas. Oder ne, wir haben noch jetzt wieder 2, oder? Hä? Ich dachte, wir hätten 2. Habe ich das eine Glas irgendwie verloren? Aber hat, oder habe ich das irgendwo hingepackt? Hm, man weiß es nicht. Hä? Irgendwie ist es verschütt gegangen. Oder ich habe keine Ahnung. Also ich nehme jetzt mal nochmal so einen Glascontainer hier. Robby, stopp, 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 stopp. Robby, halt. Robby, bleib doch mal stehen. Der ist wirklich schnell eigentlich hier.
Robby, Moment, Moment, Moment. Ja, danke. Du machst jetzt mal, meinst jetzt hier mal kein Eisen, sondern hier Aluminium. Das wäre ganz lieb, wenn du das machen könntest. F. So, dankeschön. Ja, ich bin ja auch überlastet. Toll, drum konnte ich dem jetzt nicht so schnell hinterher wetzen hier. Ach, sonst hätte er hier wieder nur Unfug gebastelt. Also, das muss ja nicht. Also gut. Steht hier. Steht ja auch nochmal drauf. Was soll das eigentlich? Das ist ein bisschen eigentlich zerstört, das Ganze ein bisschen, wenn es hier immer so drauf steht. Hier steht auch nicht irgendwo ein Schild hier, Habitat, ja, was das Habitat macht, die Erde lockt ja. So. Blink, blink, blink. Ja, ich wollte, ich wollte ja nochmal hier ran. Ich wollte nochmal ein Glas Wasser machen. So. Ah, ach, das war natürlich. Ich habe kein Glas verloren. So. Das finde ich jetzt toll. Jetzt haben wir hier wieder drei Wasser. Hier das zwei lege ich dann wieder ab. Warte mal, eigentlich. Nee, nee, nee. Könnt ihr in dieses Habitat, wenn es geht, Kisten später reinbauen. Dann klar geht es. Und die andere Kiste hier, ja, die bleibt hier halt als Außenlager, als unsicheres Außenlager. Vielleicht kann man das später ja auch noch einzäunen ein bisschen. Und vielleicht gibt es auch noch irgendwelche Waffen, dass man hier die Viecher abwehren kann. Das fände ich ganz toll. Wir machen es mal so. Ach, da haben wir noch einen leeren Glascontainer. Okay. So, der eine Glascontainer. Ach, ich brauche jetzt hier mal Eisen. Das habe ich so gleich wieder. Warte mal, ich hab's gleich. Ich muss hier mal ein bisschen umsortieren wieder. Da tun wir noch ein Wasser hier rein. Das packen wir hier hoch. So rum, danke. Ich muss mir bald hier Nahrung sammeln, ansonsten muss ich das komische Alien Meat hier. Das muss ich aber irgendwie kochen. Weil so ist es eigentlich schädlich für mich. Carbon, Kupfer, Aluminium, Plutonium. Warte mal. Ich bin zwar noch überlastet, aber... Oh, ich bin ganz arg überlastet. Dann packen wir mal... Was ist denn so schwer? Carbon brauche ich jetzt gerade überhaupt nicht. Das kann ich wieder hier reinpacken. So. Wie schwer bin ich jetzt? 102. Ja, das ist egal. Das passt jetzt erstmal. Ich möchte nämlich Folgendes machen. Ich möchte jetzt diese Solarzellen bauen. Large Solar Panel. Die kleine gibt es ja keine. Da brauche ich Stahl, Gold und Wire. Oh, Wire. Den Wire habe ich jetzt wieder im Habitat gelassen. Aber den Stahl könnte man eigentlich schon mal herstellen. Magnesium. 1, 2, 3. Ich glaube, 3 Stück waren es, oder? Halt, Utilities. Ne, 5. Also gut, 1, 2. So. 5 Stahl, Gold haben wir hier. Wo ist denn ein Backpack? Genau hier. Das Magnesium brauche ich gerade wieder nicht mehr. Solarpanel braucht Gold und Kabel. Gold ist kein Problem, das haben wir da. Aber das Wire, das habe ich hier doch im Habitat. Also nochmal zurück. Was man hier im Kopf hat, das hat man in den Füßen, heißt immer so schön. So, das hält hier ein bisschen auf, aber passt schon. Das haben wir hier im Fabricator drin. Inventory. Warte mal, Rubber. Wir stellen nochmal 2 Kabel her. Ach, Gold. So, 1, 2. Ich hoffe, das fixen die mal noch irgendwie, dass man da nicht ständig hier das Zeug hin und her switchen muss, weil das irgendwie ein bisschen nervig, finde ich. Na, da immer hin und her und so weiter und so fort. Dropper können wir die hier reinpacken. So. Überall ein bisschen was rumfliegen hier. Ja, ist halt so. Wenn man es lagern kann, ist gut. So. Jetzt könnte ich aber. Warte mal, habe ich jetzt das Metall rausgenommen? Nee, habe ich natürlich nicht.
Gold brauche ich auch, aber ich kann es. Ja, ich kann es jetzt nicht splitten. Jetzt könnte ich splitten. Ich brauche eigentlich nicht alles, aber. Warte mal, ich packe mal das Eisen weg. Das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht. Ja, jetzt bin ich trotzdem noch entkampert. Lass mich mal überlegen. Wo baue ich denn die Solarzellen hin? Hä? Zwei Kabel? Ach, ich bin doch ein Schlenz. Ah, ich habe die Kabel wieder nicht mitgenommen. Mann. Ach, nochmal. Ich habe die hergestellt, aber das nicht genommen. Toll. Bin ich ein hier. Schlenz, ey. So, Inventory. Ja, da kann man nur add. Wie schwer sind die eigentlich? Ja, die sind nicht schwer, egal. Oder nee, das ist nicht egal. Ich mache das jetzt mal so, Split 3 und 2, den Rest packen wir wieder hier in den Fabricator rein. F habe ich gedrückt, nee, habe ich nicht. So, Inventory, halt hier, Inventory, hier rein. So. Warte mal. Hier könnte ich nochmal splitten hier. So, halt, nee, das packen wir so nochmal zusammen. Bin trotzdem noch zu schwer. Kupfer. Brauche ich Kupfer für die Solarzellen? Nee, brauche ich nicht. Also, hier rein. So, was ist los? R4, D4. Ja, genau, so habe ich ihn genannt. R4, D4. Er sammelt hier munter Eisen wieder. Aber ich habe dir doch gesagt, du sollst Aluminium sammeln. Egal. Der macht halt, was er will. Hat seinen eigenen Kopf. So, ich glaube, diese Solarzellen stelle ich einfach mal hier mitten rein. Da bei dem Fenster hier. So, Strukturen? Nee. Utilities. So, wir haben alles. Hui. Ach, die sind aber groß. Nee, dann stelle ich sie wohl. Toll, ich stell die mal. Schweben die dann in der Luft? Warte mal, ich kann die nochmal drehen. Und zwar so. Na. Ich sehe nichts. Halt. So irgendwie. Bauen. Hold line. So. 100%. Plop. So. Ja. Fliegt hier ein bisschen in der Luft rum. Das ist leider schade, dass das noch so ist. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann gefixt. Hier kann man hochsteigen oder auch nicht. Oder kann ich jetzt drauf rumlaufen? Auch nicht wirklich. Moment, habe ich mich jetzt hier festgepackt? Nee. Na, für was ist da eine Leiter, wenn man da nicht wirklich drauf rumlaufen kann? So, jetzt haben wir hier Solarzellen gebaut. Warte mal. Und wie tut man das jetzt? Dropped off Iron. Ja. Aber wie verbinde ich jetzt die? Wie mache ich das? Kann ich das mit Tool? Kann ich da irgendwas machen mit? Nee. Also da ist jetzt leer. Hat das hat jetzt Energie, oder? Das Ding. Kann mir das mal angezeigt werden? Hallo? Keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich das mal gebaut, nur weil ich es jetzt bauen konnte, okay. Jetzt haben wir ein Solarpanel. Bringt uns doch jetzt gerade nicht viel. Sieht ein bisschen komisch jetzt hier aus, weil ich... Er schwebt halt in der Luft. Ja. Okay. Jetzt brauche ich nur noch Lithium, das ist das Blöde. Wo kriege ich jetzt Lithium her, das ist die Frage. Hä? Jetzt ist da wieder nichts.
So, mal schauen. Sind hier jetzt alles drin? Ja, natürlich wieder alles durcheinander hier. Ja, egal. Es bleibt halt jetzt mal hier durcheinander. Was ich mir jetzt gedacht habe, ich könnte mir eigentlich mal hier Beacons herstellen. So, open. Was brauche ich für ein Beacon? Glas und Stahl. Stahl ist kein Problem. Magnesium halt. Alter Backpack. Wie viel Stahl? 2. Ich mach mir mal 6 Platten. Waren das 6? Jo. Und dann brauche ich noch Glas. Dann brauche ich auch 3 Gläser erstmal hier. Glas brauchen wir wieder Sand. Also müssen wir mal buddeln gehen. Schaufel raus. Pack die Schaufel raus, wir buddeln jetzt im Sand. So, das geht hier ganz einfach. So, dreimal Glas, Quatsch, dreimal Sand. So, Glas. Das hätten wir auch. Magnesium kann hier wieder rein. Aluminium, kann auch wieder rein. Und jetzt, was brauche ich denn für dieses Ding hier? Beacon. Plutonium, Stahl und Glas. So, ich baue jetzt mal ein Beacon. Kann ich das hier vielleicht oben drauf? Ne, kann ich nicht. Könnte es unten drunter setzen. Stelle ich das jetzt mal hin. Ich stelle es mal hier hin, oder? Ja. So. Zack. Build. Kann ich jetzt da irgendwie einstellen, wo das, was das ist hier? Customize, das kann man auch noch customizen. Kann man alles customizen, das ist ja der Witz, ey. Oder war das jetzt Habitat? Nee, das war schon Spiegel. Destroy, aber sonst kann ich ja nichts machen. Hm. Jetzt zeig mal die Karte her. Beacon. Was? Beacon 4? Warum ist es Beacon 4? Ja toll, das ist jetzt... Hä? Wenn ich dem Beacon hier einen Namen geben könnte, das wäre toll. Auf jeden Fall tut jetzt das oben, kann ich da jetzt hin und her schalten. Ich hatte mir nicht gedacht, dass ich die Beacon setze an den Rohstoffpunkten, damit ich die leichter wiederfinde. So, da fiepst doch wieder unser Roboter munter rum. Wie schaut's denn aus? Ja, ich bin immer noch überladen. Das sollte man mal ändern. Das Iron kann hier wieder rein. Warte mal, das decken gleich richtig. Das ist schon wieder hier so durcheinander. Da könnte ich irgendwie mal eine Krise kriegen. So. Jetzt. Das Gold brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Plutonium, ja gut, das muss auch raus. Was? Nein, das Plutonium nehme ich mit. Wenn ich das später noch ein paar Dings baue, Plastik kann ich auch mal mitnehmen. Die Barrels, ja, warte mal. Nee, dann brauche ich doch nochmal Aluminium. Ich glaube, ich habe noch drüben was. Da habe ich einen kleinen Stack Aluminium. Der kommt hier mal mit ins mein Inventar. So, dann brauchen wir nochmal Magnesium. Also ich weiß immer nicht, warum man für die Stahlherstellung Magnesium braucht. Da haben wir Iron. Iron Man. Was wollte ich jetzt bauen? Ah ja, ich wollte nochmal Barrels bauen. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 1 zu wenig. So, 5. Ich baue nochmal 2 Barrels. Jetzt 10, nein, immer noch nicht. So, jetzt aber. Zack. 1. Ach, Kupfer. Na, Knarf. Wieder nichts drin. Halt. Was greift mich hier an? Ah, Moment. Ey, warum nehme ich jetzt Schaden? Wer greift mich an?
Hallo? Hä? Ich hab doch gerade irgendwie Schaden genommen, oder? Was war das? Keine Ahnung. Naja. Irgendwas hat mich doch da angefasst, also ich weiß es wirklich nicht mehr. Kupfer? Kupfer? Kein Kupfer mehr. Muss ich wieder ins Habitat. Da habe ich nämlich noch Kupfer drin. So. Ein Gerenne ist es hier. Aber man kann halt kein Zentrallager hier hat so richtig. Man kann zwar eine Kiste, aber dann tut man es halt mal da rein, wieder woanders rein. So, hier müsste noch Kupfer sein. Ich würde zumindest hier ein Komplex. Elektrik Devices, aber ich habe gedacht, vielleicht kann man mit Kabeln irgendwie. Aber es sind halt nur Wire, es sind eigentlich Drähte, wenn, da müsste es das richtige Kabel geben, dass man das Habitat anschließen könnte, irgendwie an die Solarzelle. Zeig mal her, Kupfer brauchen wir, ja. Das sollte ich mal wieder meinen gehen. Ja, und es wird, glaube ich, schon wieder langsam dunkel. Die Sonne neigt sich wieder da dem Untergang. Ich wollte hier, was wollte ich nochmal herstellen? Barrels, genau. Man braucht Kupfer für die Barrels. Halt, das packt er. Store in Inventory, Store in Inventory. Die zwei Fesseln nehmen wir mit. Das Aluminium kann auch mal hier bleiben. So. Die Gläser brauchen wir, das Deal brauchen wir auch noch. Ich könnte mal kurz was futtern, oder? Ja. So, Beat. So, noch haben wir ein bisschen was hier. Mal schauen, jetzt könnte ich dann mehr mitnehmen. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen Oxygen. So, naja. Jetzt muss ich dieses Lithium sammeln gehen. Ja, es wird bald wieder dunkel. Warte mal, R4, D4, komm mal her. Man müsste wirklich noch einen Befehl haben, dass man den jetzt hier rufen könnte. Warte mal, du sollst nicht mehr meinen, du sollst jetzt mal, folge mir mal bitte. Jetzt tut er wieder so blitzeln, so blöd. Ja, der könnte sich mal aufladen, also. Hat doch geheißen, Throns und so weiter, oder? Replenish Zone for Vehicles and Droids. Ja. Warte mal, Hat dann nearby Structures? Nearby, aber ist es zu weit entfernt von dem anderen, oder wie? Da muss man das irgendwie einschalten. Ich gehe nochmal hier hoch. Kann man hier irgendwas machen? Ah! Reconfigure. Solarpanel. Habitat. Der Dom. Ne, da braucht kein Strom. So, okay. Kann ich auch sagen, dass ja. Ne, PDA. Auch gut. So, jetzt müsste eigentlich. Ah! Ich weiß zwar nicht, wie es das jetzt geht, indem jetzt gerade die Sonne untergeht, wie sie sich jetzt hier auflädt. Perfekt, ich hab's rausgefunden. Kann ich dem irgendwie befehlen, dass er hier sich auch auflädt? Wenn ich das sag hier, set target oder so. Received command in Dingsbums hier. Ja, jetzt tut er da rumschlawenzeln, aber Strom kriegt er keinen. Wo ist R4, D4, Moment mal. Ja, irgendwie muss man den aufladen. Ich habe noch keine Ahnung, wie man den aufladen kann. Jetzt muss ich dem erstmal hier hinterher rennen. Der rennt in seinen Untergang.
R4 D4. Was machst du hier? Stopp! Was machst du denn hier? Tu mir einfach mal folgen. Au! Ah nee, was ist denn das hier schon wieder für ein böser Wenz hier? Ich brauche mal Licht. Ach so, so ein Viech hier. Moment, wo ist es hin? Hallo? Ah, da. Stirb! Stirb! Wo ist er denn jetzt? Hat den Schwanz eingezogen? Nee, das habe ich nicht gesagt. keine Ahnung. Er ist weg. Jetzt glaube ich, habe ich so einen blöden Sturm hier. Jo. Ja, da sieht man die Ringe. Das ist auch geil. Dreht sich das weiter? Das ist jetzt eine andere Ansicht. Das wäre auch cool. Wenn das so die Planetenrotation noch wäre und so. Ja, jetzt haben wir wieder so eine Art komischen Sturm hier. Tolle Wurst. So, kommst du zu mir? Ja, siehst du? Du hast jetzt nur wegen dir hast jetzt Schaden genommen. Also, weil du ja einfach wegrennen solltest, musstest. So. Ich speichere nochmal ab. Also, irgendwie muss man doch die Beacons noch umbenennen können. Also, weil das ist doch scheiße hier, wenn es Beacon 4 heißt. Also, es ist irgendwie ungeschickt. Ich speichere hier nochmal ab. So. Zack. Ja, Bildoxygen. Ich will ja gerne, aber ich brauche noch Lithium. Das ist das Problem. Ja, Leute, ich glaube, ich gehe nochmal auf Gassuche und auf Lithiumsuche. Wir sehen uns hier wieder in der Base, wenn ich das ganze Zeug habe. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und bis dann, euer Legolas. Tschüss.